Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind gerade schon unterwegs. Also alle, die es nicht mitbekommen haben, wir befinden uns auf Kos. Aber alle, die mir auf Instagram folgen, wissen das sowieso. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Strand. Es ist nämlich heute erst 7 Uhr morgens. Wir schauen nämlich, wie die Sonne heute so am Strand steht. Weil Sascha möchte ja da gerne etwas abfilmen morgen oder so. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute einfach mal den ganzen Tag ein bisschen so mit. Was wir so machen, das haben sich nämlich so viele von euch gewünscht. Boah, schaut mal, nix los hier. Und werde euch auch mal zeigen, was wir denn im Urlaub so essen. Denn wir cheaten genauso mal und das zeige ich euch heute mal. Wow, Schatz, sag mal hallo. Guten Morgen um 7 Uhr. Boah, fuck, ich bin losummiert. Es ist noch sehr, sehr aber das ist wert. Wahnsinn, ist echt wert. Wow. Okay, Schatz, welches Problem gibt es am Strand? Ja, die Wellen sind einfach zu laut. Also, da kann ich nicht die richtigen Ansagen machen, die ich sonst immer mache. Da gibt es keine Ansagen. Ja, vielleicht eh mal nicht schlecht, wenn man das einfach nicht hört. Na, Spaß. Jetzt müssen wir uns irgendeinen anderen Platz suchen. Jetzt haben wir auf Google Maps geschaut, wo vielleicht so Klippen sind, beziehungsweise wo eine Erhöhung ist oder so. Und da fahren wir jetzt mal hin. Das ist unser Flitzer. Irgend so ein Kia, aber er fährt gut. Sie ist ein weißer Ferrari, nicht Kia. Ein weißer Ferrari, stimmt. Ja, da geht's jetzt mal rein. Sie haben ihr Ziel erreicht. Schaut schon sehr vielversprechend aus. Dann schauen wir uns den Spaß mal an. Ja, wow. Ich glaube, da unten ist die Bar. Da unten ist richtig da unten ist irgend so eine süße kleine Bar. Und hier oben wäre es doch perfekt, oder? Ja, ich glaube doch. Schauen wir doch mal rauf. Gibt es ein Workout vom Feinsten? Und dann aber kriege ich schon Hunger. Wie schaut es bei dir aus? Ja, wieder zurück zum Frühstück. Dann starten wir zum Frühstück. Wir haben übrigens beim Hotel Frühstück und Abendessen dabei und alles andere regeln wir. Da ist einfach so eine richtig kleine Bar. Und mit diesem Blick hier, mega. Also hier so ein Workout, ich glaube, das wird gut. Hallo! Wer ist da? Ja, hallo! Ja, hallo! Ja, hallo! Oh, das sind richtig süße kleine Welpen. Wir sind nämlich hier jetzt runtergefahren, von da oben. Wir sind da gerade zu dieser Bar von hier oben runtergefahren. Und wir werden einfach so süß begrüßt. Oh mein Gott. Wir haben hier vorne einen richtig schönen verlassenen Strand entdeckt. Ich glaube, da schauen wir jetzt mal hin. Und Attacke! Alles wird hier eingenommen, nämlich wirklich alles. Der Rucksack. Sie haben schon mein Outfit geschnappt. Ja, sie haben auch schon Paulinas Outfit geschnappt. Dirk. Wir müssen alles in Sicherheit bringen. Wir wollten gerade zurück zum Auto gehen und da war ja diese süße Bar, ich glaube, die habe ich euch gezeigt. Und dann gingen wir so vorbei, dann kam so der Besitzer raus und fragte so, ja, ob wir einen Kaffee, einen Morgenkaffee wollen. Und wir so, ja, so richtig nett, aber wir haben leider kein Geld mit, wir haben kein Cash. Und er so, egal, ich lade euch ein, kommt einfach rein. Ich habe sowas noch nie erlebt, es ist echt unglaublich. Unglaublich, und die Hunde sind natürlich auch mit am Start und spielen hier. Es ist echt wunderschön. Das ist echt das Karma von gestern. Weil gestern hatten wir nämlich zwei so Touristen aufgegabelt, die sind nämlich in das Auto nicht mehr weggekommen und so weiter. Die haben wir dann zum Autoverleih zurückgebracht und wir haben dann so zu uns so gesagt, ja, man bekommt dann sicher alles mal wieder zurück. Und heute sitzen wir da und bekommen einfach einen Kaffee.
Du hast vollkommen recht. Also Karma regelt immer wieder. Es ist schön zu sehen, wie Karma immer wieder regelt. Na ja, dann. Wir können jetzt einfach auch noch zwei Kuchenstücke. Also das ist übrigens schon mal das erste Cheat Meal für heute. Und ich sag's euch, ich bin einfach sprachlos. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja. Und den Hunden gefällt es übrigens bei uns auch sehr, sehr gut. Aber die gehören natürlich hier ins Café. Die haben einen wundervollen Besitzer. Jetzt haben wir uns schnell umgezogen, immer noch geflasht von dem Erlebnis, was wir einfach gerade hatten. Und jetzt geht's auf zum richtigen Frühstück. Also wir hatten ja jetzt schon Kuchen und einen Eiskaffee. Und jetzt, bist du bereit? Ich glaube, er ist bereit. Wir gehen! Ich weiß wirklich nicht, was heute für ein Tag ist. Also wir haben die zwei gestern gerettet, eine Stunde wieder nach Hause gefahren und so. Aber dass uns Karma so zurückspielt, habe ich auch nicht gedacht. Jetzt hat der Kellner einfach gesagt, ja, er wollte sich einfach bedanken, weil er hat unser Insta gefunden, unsere Insta-Accounts, hat sich ein paar Tipps geholt und hat sich jetzt einfach hier mal frisch gepressten Hotshotsaft für uns ausgeteilt und hat einfach Danke gesagt. Echt, man bekommt alles zurück. Du bekommst alles zurück, also im Leben immer so. Vielleicht nicht immer sofort, aber im Laufe des Lebens. So ist es. Weisheit des Tages. Ja, und das ist jetzt unser Frühstück. Es kommt aber noch ein Spiegelei. Und schaut euch mal diesen Ausblick an. Mega. Also, Mahlzeit. No coffee, no worky. Ich bin abgebissen, aber jetzt ist alles da. Jetzt ist alles da und jetzt gönnen wir uns das Frühstück. Dieser Ehrenmann hat uns eingeladen. Wir auf die Drinks. Heute ist echt. Ja, ich bin sprachlos. Aber schaut euch mal dieses Frühstück an. Wir haben hier Croissant. Also den werde ich auf jeden Fall essen. Boah, guter Winkel. Ein Spiegelei. Sascha hat natürlich zwei, wie immer, mehr als ich. Zwei, gains. Immer eins mehr, oder wie war immer das? Immer eins mehr, ja. Ja, passt. Passt. Und? Passt. Du bist so fotzig. Passt doch nicht. So, was machst du jetzt? Ha, ja, was machst du da? Der Moment, wenn man nicht so gut durch den Mund atmen kann und ein gewisser jemand vorher am Klo war. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, so ist das nach so einem deftigen Frühstück. Oh Mann. Ich hab's überlegt und jetzt gehen wir zum Pool, weil wir haben später so gegen 16 Uhr noch etwas geplant. Deshalb haben wir gesagt, wir bleiben jetzt zu Hause. Wir waren eh schon am Strand heute in der Früh. Und jetzt haben wir uns Gesundheit an den Pool. Und dann haben wir was vor. So, wir haben es uns jetzt am Pool gemütlich gemacht und ich zeige euch jetzt mal, was wir hier so alles drinnen haben. Wir lieben nämlich Spiele, zum Beispiel Klappbrett, mega lustig. Das ist neu und das finden wir auch richtig gut, das ist Kayo. Das war übrigens das Geburtstagsgeschenk von Paulina an mich. Genau. Kniffel geht immer, auch sehr lustig. Und das war's. Und ansonsten habe ich noch mit Pringles oder wir. Wir haben vier verschiedene Geschmäcker gekauft für unseren Cheese. Cheese and Onion, Ketchup. Das ist Cheese and Onion. Noch ein paar. Hast du noch einen Ketchup überhaupt gekauft? Die ich nicht gekannt habe. Ja, ich glaube schon. Die werden dann noch verspeist. Und das lese ich gerade richtig gut. Und du, Schatz? Ja, das zweite habe ich gelesen. Also den zweiten Teil. Und jetzt? Und jetzt fange ich ein neues Buch an. Da muss ich jetzt aber erst das aufmachen. Das ist sehr, sehr gut. Kann ich euch empfehlen. Und jetzt mal einschmieren. Lecker. Es ist richtig gemütlich hier, aber ich kann einfach nicht entspannen. Ich glaube, das ist der Kaffee vom Kaffee vorhin, den wir getrunken haben. Ich trinke sonst nie Kaffee und ich fühle mich einfach so unruhig irgendwie. Also so innerlich, so richtig nervös. Ja gut, vielleicht bringen mich dann die Pringles, die wir dann noch verspeisen, ein bisschen runter, mal schauen. Und Sascha liest. Ist gut? Gutes Buch, ja, kann auch nicht viel sagen, gerade erst begonnen. Mal schauen. Was? Vom Pool zurück und jetzt. Gehen wir reiten. Jetzt da ist gehen Bett. Bitte sehr. Wir gehen jetzt am Strand mit den Pferden reiten. Und jetzt gibt es noch einen schnellen Snack, eine Nektarine. Und ich freue mich jetzt schon so. Ich bin schon ewig nicht mehr geritten. Schatz ist noch nie auf einem Pferd gesessen, oder? Ich bin so gehypt. Also ich bin richtig nervös. Ich sag's euch, ich habe
Eine richtige Vorfreude, wie schon lange nicht mehr. Ich freue mich jetzt auch. Es wird jetzt mega! Und ich hoffe, ich kann euch da irgendwie ein bisschen mitnehmen. Also die Kamera bleibt da, aber mit dem Handy werde ich vielleicht ein bisschen mitfilmen. Und jetzt zeigt ihr mal, oh, wir müssen fahren. Wir sind da. Oh, jetzt geht's los. Ich bin so nervös. Hier stehen schon Pferde und jetzt schauen wir mal. Die sind alle riesig. Was du jetzt auf uns wartet? Ja, die sind echt riesig. Vielleicht kriegen wir mal ein Pony, aber das Pony wäre arm bei dir. Also Helm steht da gut. Vielen Dank. Dir war, muss ich sagen. Ja, okay. Also der Helm steht da gut. Zusätzlich das Outfit ist natürlich das Beste. Ich habe jetzt gedacht, das ist eine lange Hose an, hat der aber nur so eine flattige. Ja. Na, es passt. Und wie heißt dein Pferd? Olivia. Olivia. Ja, wunderschön, gell? Das ist das linke da. Ja. Und mein Buddy ist der Rospergo. Rospergo. Kameramann auf meinem Pferd, nämlich Rodrigos, oder so, ähnlich, wie? Ah. Rodrigos, schon irgendwie so, ja. Und ja, ich glaube, das war eine ganz stabile Aufnahme für das, was ich am Pferd sitze, oder? Das erste Mal in meinem Leben und wir sind direkt am Strand lang galoppiert, also richtig heftig. Eine mega Erfahrung, oder? Ja. Ich hoffe, ich wackel nicht zu viel. Ja. Du machst dich richtig gut auf dem Pferd. Ja. Aber hey, ist richtig gutes Legwork, muss ich sagen. Ja, so, jetzt. Jetzt hier noch entlang, das ist Salzsee, Traum. Wir sind jetzt wieder im Hotel und wir haben uns mal kurz hingelegt. Es war nämlich echt, also man glaubt so reiten, ja, aber es ist schon anstrengend, gell? Ja. Du schaust so ganz verknittert aus. Und jetzt gibt's Essen, Abendessen. Eigentlich haben wir gar nicht so viel heute gegessen, also ich habe richtig Hunger. Jetzt gibt's schon mal griechischen Salat für mich. Sascha hat hier so Chicken Salat mit knusprigen Hähnchen. Genau. Aber da kommt noch einiges mehr. Jetzt geht's weiter. Zweimal. Einmal für mich und einmal für Sascha Moussaka. Das ist richtig, richtig lecker. Ein bisschen so Lasagne-mäßig. Mhm. Das ist wie Pastizio. Heißt, Pastizio ist auch ein bisschen so. Wie Lasagne. Sehr ähnlich. Ja. Ein bisschen so Lasagne-mäßig. Die Salat ist weg. Salat ist weg, meiner noch nicht. Aber für mich kommt auch noch was. Moussaka ist einfach so lecker. Ich muss euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Seht ihr das? Es ist so gut so mit Bechamel-Soße und jetzt ist es gut, dass es auch noch gekommen. Heaven. Das ist so gut. Heaven. Das schmeckt ganz. Ja, das Pastizio ist genauso wie die Bechamel, mit der Bechamel-Soße und so weiter, nur habe ich ein bisschen mehr Nudeln drin oder so Nudelblätter. Ja, genau. Und von dem her auch richtig, richtig lecker. Und Ausblick. Ausblick ist sowieso. Ja, lass das schmecken, gell? Danke. Mahlzeit. Wir hatten noch nicht genug, sind jetzt in einem richtig süßen Café und jetzt gibt es noch eine mega große Bombe. Waffel. Boah, die sieht so lecker aus. Ich glaube, ich schneide die jetzt mal rein. Jetzt, damit jedem das Wasser im Mund zusammenläuft. So. Und so gut. Ist gut? Cheat Meal des Jahrtausends auf jeden Fall. Also was schätzt, haben wir da Kalorien am Start? Also ich sag mal, die Waffel ist nämlich echt groß, also die ist so dick, 800. Ja. Hätte ich jetzt mal geschätzt. Ja, aber sie ist sehr luftig, sie ist nicht so schwer. Ja, ist leicht. Na ja, sie ist schon. Ah ja, es ist viel Schokosauce drauf und so Krümel und ja, naja. Also wer jetzt keinen Hunger hat, verstehe nicht. Wir sind jetzt wieder in dem Café von heute Morgen, weil es ist heute eine Live-Musik und wir wurden noch eingeladen, dass wir noch mal vorbeischauen. Es gab noch mal die perfekte Nachspeise und da bleiben wir zum Schluss noch unseren Zug. Und dieses Mal haben wir Geld mit. Wir haben Geld mit, sogar mehr Geld, damit es richtig Trinkgeld gibt. Und wen haben wir hier? Hallo. Tschüss, du Süßer. Da will man gar nicht fahren, stimmt. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt ein abrupter Cut von gestern vom Café nach heute. Aber
Ich sage es euch echt, wir haben uns gefühlt, als wären wir gestern auf einer so griechischen Hochzeit, griechischen privaten Familienfeier gelandet. Die Musik hat so laut gespielt, es waren, glaube ich, nur Einheimische da, aber es war eine mega coole Erfahrung. Ich wollte dann aber nicht mehr so viel abfilmen, beziehungsweise war dann das Licht schon so schlecht und wie gesagt, sehr laute Musik. Deshalb verabschiede ich mich jetzt in diesem Sinne von euch vom Video. Ich hoffe sehr, dass euch die Einblicke gefallen haben, dass ihr auch gesehen habt, das war eigentlich auch ein bisschen so die Intention, dass ihr einfach seht, wir essen auch mal einfach, was wir möchten. Das darf im Urlaub auf jeden Fall auch sein. Und wir genießen jetzt noch die letzten Tage. Übrigens, falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, da habe ich ein eigenes Kos-Highlight erstellt. Da könnt ihr nochmal alles genau nachschauen, was die anderen Tage so passiert ist. Ja, und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.